Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder reinschaut. Sarah und ich gehen heute den Wanderweg Die Oster von der Quelle bis zur Mündung. Der Weg hat etwa 34 Kilometer und wir splitten die auf zwei Etappen. Die erste Etappe ist etwa 18 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Dies ist ein Saarstein. Wenn man den findet, kann man den mitnehmen und auch irgendwo wieder auslegen. Oder man behält ihn einfach. Wir nehmen den jetzt mit und dann wird er morgen wieder ausgelegt. Hier werden wir uns jetzt verewigen in diesem Buch. Wir haben noch einen gefunden. Und noch ein zweiter Saarstein, den wir wieder einfangen und auch wieder auslegen werden. Hinten drauf steht Happy WND. Hier seht ihr die Quelle der Oster. Diesem kleinen Bächlein folgen wir bis nach Wiebelskirchen zur Mündung. Hier plätschert die Oster vor sich hin mit kleinen Mini-Stromschnellen. So langsam kann man es wirklich als Bach bezeichnen.
Da stimmt irgendwas mit Sarah nicht. Wir sind gerade durch einen Regenschauer gelaufen. Das kenne ich gar nicht, wenn die mitläuft. Hallo liebe Wanderfreunde, heute das Fazit der gestrigen Etappe, da es gestern einfach zu viel geregnet hat. Die Tour hat uns sehr gut gefallen, auch wenn wir viel auf breiten Wegen unterwegs waren, außer am Beiselberg. Da musste man etwas Trittsicherheit mitbringen, aber die Landschaft im Ostertal, richtig genial. So lieben wir das Wandern. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und über Kommentare sowie über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Schieben wir die Sonne von aus, man sieht überhaupt gar nicht dein Gesicht. Macht doch nichts. Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder reingeschaut. Hallo Wanderfreunde. Heute das Fazit von der gestrigen Etappe, da es gestern einfach zu viel geregnet hat. Die...